Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bitterlüt. Das ist Familie Widmer-Streif aus Oberdorf, Kanton Basel-Land. Sie machen sich parat für das grosse Hoffest. Aber es läuft nicht alles rund. Wo habe ich den Schlüssel? Ich habe voll verlegt. Die Familie Scheidegger lebt in Dürrenrot im Emmental. In seinem Geschäft hat es der Fritz fast täglich mit dem Schicksal zu tun. Es ist immer traurig, jemanden zu verlieren. Aber dass man überhaupt hat lernen durfte, ist auch etwas sehr, sehr Schönes. Das ist die Familie Perrot aus Twann, Kanton Bern. Neben ihrem Schiff auf dem Bielersee haben sie noch Reben. Und die machen ihnen Sorgen. Statt Wein könnte es dieses Jahr nur Essig geben. Da haben wir das Würmchen drin. Ah! Ja, Entschuldigung. Drei Familien, drei Welten. Das ist SRF bei den Leuten, Familiensache. Twann am Bielersee. Der Kapitän Oli Perrot übt auf seinem Schiff den Ernstfall. Also, wir machen Blingfahrt. Imitierte Nebelfahrt. Deine Aufgabe wäre die Kontrolle vom See. Zu schauen, ob nicht einer Weg kommt jetzt in die Übung. Und ich fahre jetzt hier fort und fahre auf die Insel Süd. Ja. Mit GPS-Radar. Das wär's, probieren wir. Mal schauen, ob wir das finden. Ja. Es ist eine Übungsfahrt, die Oli zusammen mit seinem Angestellten macht. So, jetzt müssen wir als erstes mal den Kurs bestimmen. Wir üben zuerst immer, dass wir die Sicherheit gewährleisten können. Da gibt es verschiedene Sicherheitsrollen. Mann über Bord, Feuer an Bord. Alles so Vorschriften, die wir einhalten müssen. Und je mehr dass wir das üben, desto sicherer sind wir. Hurenschwenker. Wo ist die Insel? Gut. Christian, ja, das Pünktchen auf dem Radar. Siehst du etwas in der Nähe? Nein, sicher nichts. Der Nebel ist zu stark. Ja, da drauf. Da ist auch ein Fischer rum. Aber der ist etwa 500 Meter weg. Keine Gefahr. Der fährt auch nicht auf uns los. Ein Fischerboje oder was? Oder ein Vogel? Nein, Fischerboje ist es. Es sollte auf 10, ab 12 Uhr etwas machen. Ja, genau. Das ist was? Ein Boje. Ein Boje. Jetzt habe ich die schwierigste Phase hier. Ich muss am Radar erkennen, wo der Steg sein könnte. Ich weiss, hier habe ich ein Schilf gehört und hier ist ein Baum. Also fahre ich mal hier her. Christian sieht noch nichts, gell? Nehme ich an. Nein, absolut nichts. Jetzt haben wir 200 Meter zum Land. Gut, ich sollte vor der Rasenübung halt. Ich sehe wieder. Jawohl, die Lente ist in der Nähe. Ich sehe selber Christian nicht. Ist gut, ja. Es sieht einfach aus im Prinzip. So Übung, aber eben. Man muss dann genau wissen, was, wie, wenn, wo passiert. Ich war auch schon dabei, im Ernstfall, wo plötzlich die falsche Leiter kommt. Nicht die, die ins Wasser geht, sondern die vom Dach. Und dann bist du einfach lackiert. Mit dem Mann, der dort schwimmt, nicht kannst holen. Nur weil du nie geübt hast, welche Leiter das woher kommt. Auch das Szenario muss man üben. Mann über Bord! Christian, ist Mann über Bord! Wo? Hinten rausgehängt ist einer. Schwimmwesten anlegen, Rettungsring herrichten und im Boot sacken. Verstanden, ist Schwimmweste. Sehst du den Mann? Nein, sicher noch nicht. Jetzt habe ich den Blick gefällt. Gut. Sehst du ihn? Ja. Dort hinten, Steuerbord, jawohl. Rettungsring parat. Du siehst ihn noch? Ich sehe ihn noch. 10 Meter. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Du bist noch schnell, kannst bremsen. Ja. Gut. 2 Meter. Ja. Ring ist geschossen, 1 Meter. Schiff stellen, stopp. Ja.
Ja. Hallo, ich kann selber noch die Steigen auf. Tipptopp. Mann ist gerettet. Braucht man keinen. Schnaufen tut er noch. Dreimal im Jahr muss die ganze Besatzung verschiedene Übungen durchführen. Voilà. So Übungen zeigen, wo die Probleme liegen. Sie ist schnell. Hast du irgendetwas, das nicht gut war? Nein, so ist okay. Du hast das Schwimmmesser nicht angelegt, vielleicht. Er ist noch verfahren. Wenn du bist rausgekommen, ja. Hätte man auch können sagen, du könntest so anlegen. Ja. Wie war das herfahren? Perfekt. Schon? Ja. Tipptopp. Alles wunderbar. Erfüllt? Ja. Der Rotrist im Aargau hat der Fritz Scheidegger sein Geschäft. Eine Bildhauerei. Der meiste Umsatz macht die Bildhauerei mit Grabsteinen. Der Fritz Scheidegger hat einmal selber dem Tod tief in die Augen geschaut. Ich habe mit 28 einen Bypass bekommen. Und das war ein Punkt in meinem Leben, der es gekehrt hat. Ich bin jeden Tag glücklich, dass ich leben darf. Und ich denke, was ich heute machen kann, ist, den Leuten, die herkommen, die trauern, probieren, sie zu verstehen, das umzusetzen, was sie gerne hätten, und das Beste daraus machen. Und wenn wir einmal fertig sind, kommen wir ein Mail über oder ein 9 oder ein Dankeschön. Die Leute haben uns schon am Abend geküsst. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen mehr an dem orientieren, als an der ganz traurigen Geschichte, weil sonst reisst mich das wirklich ab. Ja. Man muss schon schauen, dass man sich irgendwo ein bisschen abgrenzen kann. Ja. Und man darf aber auch mal brüllen. Auch das tut gut mit der Kundschaft zusammen mal brüllen, weil manchmal geht es einem wirklich sehr ans Herz. Der Fritz hat einen Termin mit einer Familie, die einen Grabstein in Auftrag gegeben hat. Sein Geschäftspartner, der Sini, und er wollen beim Beratungsgespräch möglichst viel über einen Verstorbenen aus seinem Umfeld erfahren. Wo ihm eben so gut tut. Wo ihm gut tut. Und verzaufen hat die Mike geheissen, wie unser Sohn Mike. Und wie hat er das verkraftet, dass er Festtag gehangen ist? Oder hat man ihm das gar nicht gesagt? Mama, er hat es gewusst. Und wir haben es einfach so erklärt, dass er jetzt im Hundehimmel ist. Mhm. Also, der Grabstein ist für unseren Sohn. Und leider im März verstorben ist. Nach langjähriger Krankheit. Also er ist gesund auf die Welt gekommen. Ich hatte dann mit 15 Monaten eine schwere Hirnentzündung gehabt. Dadurch, dass er geistig behindert war. Und hat er wirklich. Wie soll ich sagen? Das Leben lang nur. Ja, mit 4 hat er noch Leukämie bekommen. Und viel Leid mitgemacht. Auch sein junges Leben. Ich denke, so einem Ort kommt einem ja ganz viele schöne Sachen neu in Sinn, die man zusammen erleben durfte. Ja. Es ist immer traurig, jemanden zu verlieren. Aber dass man überhaupt lernen konnte, ist auch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich denke, gerade so ein Kind gibt einem natürlich extrem auch viel. Oder? Wo, ja. Ist sehr auf einem abhängig und es gibt einem extrem viel, denke ich. Ja, und das war mein Lebensinhalt, oder? Mit der Behinderung und allem, die er hatte. Die Leute sind ja in so einem Moment relativ offen. Sie erzählen einem viel. Es geht einem sehr nah. Und ich bin manchmal der erste Freund, wo sie ihre Geschichte erzählen. Und das ehrt mich. Und das ist vielleicht das Schöne oder das Gute, was ich aus dem Ganzen herausnehme. Also, merci nochmal für den Besuch und für den geschätzten Auftrag. Merci. Wir schauen miteinander. Merci.
Ein Grabstein ist das letzte Geschenk an Verstorbenen. Da ist es wichtig, dass jedes Detail stimmt. Seit 9 Jahren führt der Fritz das Geschäft. Und über die Jahre sind seine Mitarbeiter zu Freunden geworden. Sabrinello. Freundschaft ist für mich sehr ein wichtiger Punkt in dieser Firma. Die bedeutet Freundschaft habe ich erst mit dieser Firma zusammen gelernt, was das überhaupt bedeutet. Jeder hat sein Fachgebiet, jeder arbeitet in seinem Fachgebiet, jeder gibt das Maximum. Und keiner läuft dem einfach davon. Wir haben es wirklich geschafft, dass wir eine Big Family geworden sind. Tatsächlich. Gestern bist du im Zweiten. Jetzt habe ich noch eine Woche, vielleicht bin ich dann im 4. Lehrjahr. Für seinen Job braucht der Fritz breite Schultern. Auf einem gewissen Teil ist natürlich meine Fülle für meinen Job verantwortlich. Ich habe auch schon gehört von einer Frau, die sich mit dem mehr auseinandersetzt als ich, dass ich vielleicht ein bisschen wie ein Schutzmantel. Das könnte absolut so sein. Aber ich bin kein Frustfresser, das wäre vielleicht nicht das Richtige. Ich bin wirklich jemand, der gerne kocht und gerne isst mit der Familie. Und diesen Ausgleich zu oben, mit der Familie zusammenhocken oder mit Freunden und sich austauschen, da kann ich die ganze Energie wieder für den nächsten Tag wieder Kraft schöpfen und wieder weitermachen. Auf dem Hof von Widmer Streifs in Baselbiet. Der Jan und sein Schwiegervater Rico sind am Planen vom Hoffest. Hier sind die beiden Schlagzeuger. Und hier ist der Gitarrist, hier ist der Sänger und hier ist der Bassist. Das Problem an der Schalltafel ist, dass die Federn noch hat. Dann braucht es 3 Balken. Mindestens. Das hat die der Rico lebt seit genau 30 Jahren hier. Vor kurzem hat er die Leitung seinem Schwiegersohn Jan und seiner Tochter Rebecca übergeben. Das ist für euch. Mit dem Hoffest soll die Hofübergabe an die nächste Generation gefeiert werden. Das ist etwas, das ich nie damit gerechnet habe eigentlich, weil normalerweise, also heute machen die Jungen nicht weiter, was die Alten angefangen haben. Das hätte ich bei meinen Eltern auch nicht gemacht. Und von dem habe ich gar nicht mit dem gerechnet. Der Jan hat Krankenpfleger gelernt und erst vor einem knappen Jahr die 2. Lehre als Bauer abgeschlossen. Seitdem hat die junge Generation die Steuer in der Hand. Sie reden uns nicht rein und sagen die ganze Zeit, was wir besser machen müssen, sondern sie lassen uns einfach machen. Und im Nachhinein gehen sie sagen, oh shit, das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Und dann sagt er, ja, ich habe es so gemacht. Und, also er lässt einfach machen. Und ich sehe eigentlich bis jetzt nicht viele Katastrophen. Es geht eigentlich sehr gut. Und niemand, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist jetzt aber ganz verkehrt. Im Gegenteil, es macht sehr viel Freude, wenn man neu herläuft und sieht, aha, das ist das gemacht, das wollte ich schon vor 10 Jahren mal machen, jetzt macht er es. Das ist spitze. Morgen kommen gegen die 100 Leute und die meisten bleiben über Nacht. Das ist das Massenlager hier für unser Hoffest. Die Fläche ist schon mehr oder weniger parat. Wir machen sie jetzt noch ein bisschen weicher. Ich bin gespannt, wie die Leute am Sonntagmorgen aussehen. Voller Stroh, völlig übernächtigt. Aber das gehört ein bisschen zum Abenteuerhoffest bei uns. Rebecca ist vor 30 Jahren auf dem Hof geboren. Und das ist mit der Grund für das Hoffest. Mit Ausnahme von einem Abenteuer zu Mexiko hat sie nie weit weg wollen. In Mexiko habe ich dort so die Leute gesehen und die Sprache. Und wenn man so erwachsen vorkam und so selbstständig war, habe ich gedacht, da bleibe ich. Es war alles so farbig und die Leute waren so fröhlich. Und dann aber noch dieses habe ich gemerkt, vieles ist auch dort nur Fassaden und es ist dort auch Menschen wie wir hier. Und dann im Verlauf der 7 Monate habe ich auch gemerkt, egal wie gut Spanisch ich kann, wie fest ich mit diesen Leuten lebe, ich bleibe die von außen, die Fremde. Und hier daheim fühle ich ein Stück Heimat. Dieser Fleckland bedeutet mir ganz viel und hier bin ich wirklich einfach daheim. Ausgerechnet jetzt wird dieser Fleck Land bewässert. Noch 24 Stunden geht es bis zum Fest. Die Kinder und Jan sind vor dem Regen in die Werkstatt geflüchtet.
Da wird der Festgrill. Also, wir haben einfach einen kleinen Grill, eine kleine Feuerschale. Und jetzt heisst es Zeitbogen. Und der kleine Grill, der reicht natürlich nicht für die vielen Würste, die wir bröteln wollen. Und das ist ein altes Expansionsgefäß von der Heizung. Unterstützung bekommt Jan vom 16-jährigen Aurin. Der macht von Schule aus eine Landdienstwoche auf dem Hof. Viel Erfahrung kommt in dieser Werkstatt also nicht zusammen. Bleibt immer kleben und im Griff. Es zündet nicht richtig. Ja, dann mal. Ja. Ich bleibe mal später. Das ist echt gut. Funktioniert auch. So, das ist irgendwie anders angekommen. Also, Zeug sagt mir dann auf, wenn es nicht klappt. Dann werde ich relativ schnell ein bisschen hässig. Das ist schon so. Genau. Ein bisschen ungeduldig auch. Wenn's in unserem Leben. Am Schluss springt der Funke doch noch. Und die Technik funktioniert. So, fertig? Ja, kannst du ablecken. Fies. Hey, perfekt. Das steht perfekt. Das ist ja unglaublich. So. Mittwochnachmittag ist bei Perros Familienzeit. Das, weil der Oli fast jedes Wochenende auf dem Schiff ist. Heute steht eine Wanderung durch die Wannbachschlucht auf dem Programm. Ja, das ist immer etwas Gemütliches, wenn wir so einen Ausflug machen können. Es kommt ein bisschen selten vor, aber dafür genießen wir es umso mehr, wenn wir es können. Immer wenn es ruhiger Zeiten gibt auf dem See, kommt gerade der Weinbau. Ja. Jetzt ist eigentlich auf dem See wenig und kaum ist dort nicht mehr, vor gerade zwei Wochen. Lesen da Weinbau, wenn das durch ist, ist noch Winzerfest. Und nachher hat man im November fast ein Zeit, aber dann geht die Fondue los und die Firmen essen. Und dann habe ich Geburtstag. Und Geburtstag vom Leuten. Und bei mir, ja. Und dann ist eigentlich noch einmal Highlife bis zu der Skiferien, Weihnachten. Sehr, wenn sie den Papi mal ein bisschen daheim haben. Ob sie jetzt mit in Malaysia oder ob wir alle zusammen sind, das saugen sie schon richtig ein, das merkt man. So, gehen wir weiter. Ja, zuerst ist der Sohn mit 05 auf die Welt gekommen. Und im 07 kommt das mechanische Baby. Dann ist das Schiff in unser Leben getreten, das natürlich ziemlich grosse Veränderungen gebracht. Von dem an war einfach Working Poor. Du musst irgendwie das Geschäft aufbauen und hier und da und alles. Und ja, die Frau war mit dem Kind dann halt allein daheim. Und dann hat es halt angefangen, ein Kreisel zu geben. Und hat sich immer mehr gesteigert. Und ja. Wir hatten uns getrennt, das Moment. Nicht ein ganzes Jahr. Beide ein wieder gesammelt. Und dann ist ein Anflug von Glück ist wieder zurückgekommen. Es hat schon ein paar schmerzhafte Momente gegeben. Also. Auch wenn ich die war, die Trennung wollte. Aber es hat schon. Hat ihm schon etwas gebraucht. Also, er hatte eine andere Beziehung in der Zeit, in der wir getrennt waren. Ich nicht.
Aber ja, irgendwann hat halt einem einfach etwas gefällt. Also, jemand gefällt, sagen wir mal so. Es ist halt. Ja. Und dann hat man halt einfach mehr angefangen zusammen zu reden. Das ist. Und dann hat man sich halt wieder gefunden. Zum Glück. Die Beziehung ist zwar wieder gefestigt, aber es ist und bleibt ein ständiger Kampf. Wir müssen schauen, dass man sich eben die Zeit nimmt, mehr Zeit einplanen. Meine Mittwoche frei, die gibt es einfach nicht, Chef. Einerseits ist der Kampf, andererseits ist die Existenz, immer, die so im Hinterkopf ist. Weil du weißt nie, kannst du leben davon. Kommen die Leute noch? Gefällt es dir noch? Am Hoffest von Widmer Streifs soll die Übergabe an die nächste Generation gefeiert werden. Es ist fast alles parat. Die Gäste kommen in einer Stunde. Ich bin schon ein bisschen nervös, wie das wird jetzt oben. So, ja. Puh, eigentlich bin ich mega müde und könnte jetzt schlafen. Ich bin also erst seit 6 Uhr auf und seid dann ein bisschen am Scheffeln, ja. Also von mir aus könnte es jetzt morgen sein, das Fest. Mama sagt. Mama, lauf mal! Das sie hat gar keine Blätter mehr rundherum. Ich wohne schon abgemacht. Ah. Ah ja, die Luna ist dran, sie abzumachen. Gut. Alle helfen mit und der Jan sollte gerade Gäste holen. Ich finde den Schlüssel nicht. Wo habe ich den Schlüssel? Oh, nein, jetzt habe ich den voll verleckt. Ich muss nochmal auf. Scheiße. Ah, hey, ich weiß nicht, wo ich den habe. Komm, in der Hose ist er nicht mehr, im Bad ist er nicht, oben ist er nicht. Irgendwann muss der sein. Ist Lavinia noch im Bad gewesen? Mann, Gott, verdammt noch einmal. Ich muss nochmal rein. Wo habe ich den jetzt an? Timo, hast du Schlüssel? Nein, komm. Halt, ich muss schnell nach hinten schauen. Wo habe ich mich abgezogen? Da. Dusche, ne? Nein, da war ich nicht. Nein, da war ich nicht. Nein, da war ich nicht. Tschüss. Da ist es. Ich glaube, ich habe nicht. Komm. Habe gefunden. Der Stress, hey, ehrlich. Ja, es kommt schön alles pünktlich am 4 Uhr miteinander. Ist herrlich, ich fahre jetzt. Die Hofübernahme und die Organisation des Hoffest haben in letzter Zeit viel zu tun gegeben und haben Jan an seine Grenzen gebracht. Ja, nein, eigentlich bin ich recht strukturiert, grundsätzlich. Aber im Moment kann ich das einfach nicht mehr so aufrechterhalten. Also in letzter Zeit verlege ich einiges. So gewisse Notizen, die ich eigentlich bei mir aufs Pult lege und dann sind sie weg, verschwunden. Und Schlüssel, die ich nicht finde, und dann ist er irgendein Jackensack von mir. Das ist ein bisschen, ja, ja. Ah, schau jetzt. Fontanas. Hallo. Ich komme wieder. Der erste Gast ist es zu lang gegangen. Andere warten am Bahnhof, der etwa 4 km vom Hof weg ist. Jetzt müsst ihr nicht schon kürzen. Hallo. So, schön. Der Jan hat seine Mission geschafft. Die ersten Gäste sind unterdessen auf dem Hof eingetrudelt. Das Kinderprogramm steht und alles scheint parat zu sein.
Rico, der ist da. Wo ist der Rico? Der ist unten. Ah, der ist schon fest wie mir, nicht wie du. Ja. Timon macht aber so ein Zettel. Hey, warte mal, was mache ich zuerst? Können wir schnell briefen? Ja. Doch etwas ist bei der ganzen Aufregung vergessen gegangen. Die Festrede. Und Rico soll jetzt Ideen liefern. Wie wollen wir es ein bisschen planen? Du sagst alles, wirst du nebenan. Schau, ich habe einfach gedacht, was wir feiern, machst du. Und dann mache ich das Spiel. Und dann machst du das Spiel und dann wissen wir, etwa, was läuft. Dann ist das Buffet eröffnet und die Bühne ist auch offen. Ich bin nervös. Und ich halte nie Reden. Prinzipiell nicht. Mal schauen, was rauskommt. Das Rotrist beim Fritz Scheidegger. Der Grabstein für die Familie, die ihren Sohn verloren hat, ist fast fertig. Schon bald muss er aufs Grab. Was kann man dem Termin etwas genau sagen? Ja, für den 20. ist sicher kein Problem. Also ich hatte jetzt geplant, dass wir ihn so für den 19. setzen. Mhm. Das ist ein schöner Geburtstag von ihm. Ist er dort? Ja. Wäre dort, ja. Ja, ich noch der Frau Ingeier noch schnell zurück, dass er es sagen kann. Weil sie möchte gerne das Gräbli noch etwas parat machen. Sie hat noch Zeug getroffen. Ja. Einfach, dass sie es vorbereiten kann. Dass es eine schöne Sache gibt. Schau schnell, wie weit ich bin. Und ja. Dann können wir. In diesem Fall ist es jetzt so, dass wir es auf einen Geburtstag gerne bringen möchten, der Verstorbene Geburtstag hatte. Weil das ist natürlich schon etwas, der erste Geburtstag ohne eine geliebte Person ist sehr hart. Da gibt es, ja, ich würde sagen, nicht gerade noch eine Trauerfeier, aber es ist schon sehr etwas, das auch uns emotional sehr bewegt. Mhm. Und nachher, wenn wir den Schwung machen vom Herz und so, kann er dann vorbeikommen. Oh, super. Also. Dann kann ich auch weitermachen. Ja. See you later. Seit 9 Jahren führen der Sini und der Fritz den Bildhauereibetrieb mit 6 Angestellten. Der Fritz kümmert sich um die Beratung und um den Verkauf. Und auch um offene Rechnungen. Ja, okay. Das ist die Hälfte. Hast du gesagt, sie sollen anzahlen? Ja. Mein Job ist im Moment eigentlich ein bisschen das. Unsere Lieferanten möchten am liebsten gerne das Geld schon gestern haben, also bevor du es bestellt hast. Und man sieht tendenziell, dass die Zahlungsmoral so 60, 90 Tage die reisst ein. Und das zieht sich natürlich dahinter. Und gerade wir als Kleinunternehmer, als KMU, ist natürlich schon so, wir sind extrem angewiesen darauf, dass das Geld kann rollen. Die waren ja bei uns betreffend dem Grabdenkmal. Ja. Wir sind gerade am Zeichnen. Wir bestellen halt einfach das Material dann, bestellen, auch wenn wir die Anzahlung haben. Nein, ich bin richtig vorgestellt. Ah, sind sie? Ja, das ist lieb, super. Kein Problem. Ja, das denke ich. So einem Fall ist immer ein Haufen Geld. Es ist halt schon immer eine wahnsinnige, Kraftakt, die gemacht sein muss. Ich darf schon sagen, die Grabsteine sind noch vor 5-6 Jahren prompter gezahlt worden wie heute. Also, man muss auch heute mal nachher anrufen und fragen, wie sieht es aus. Und wir wären auch angewiesen darauf, wüssten und so. Ah ja, das, ich habe es gerade gemacht. Also, es kommt ja meistens eine tolle Reaktion. Aber gleich, man muss schon sehen, wenn man mehrere Aufträge am Laufen hat, ist das wieder auch wieder recht ein Aufwand, den Leuten nachher anzudeuten. Und wenn sie erledigt wäre, ja, dann wären wir ja eigentlich froh, wenn auch das Geld fließen würde. Widmet Streifs am Hoffest. Die Festrede ist bei den Vorbereitungen vergessen gegangen. Trotzdem, da muss der Jan jetzt durch. Herzlich willkommen bei uns auf dem Langacker. Wir versuchen jetzt noch improvisiert die offizielle Festrede zu halten. Wow, überwältigend sind alle da. Schön.
Ich erzähle einfach mal schnell, so ein bisschen, was das Programm ist. Und zwar startet jetzt so ein bisschen das Bühnenprogramm, sozusagen, wo wir selber auch noch nicht so recht wissen, was alles kommt. Also wir sind dann also nicht so gut informiert worden. Schlimm. Nein, jetzt ich hätte es ein bisschen besser vorbereitet. Wir hätten es alle ein bisschen besser vorbereitet. Das war ein bisschen gebastelt. Das ist jetzt leider ein bisschen zu kurz gekommen. Mit der ganzen Vorbereitung. Dafür besteht wenigstens der selber gebaute Grill seine Feuerprobe. Ja, der Grill. Ja. Gestern oben geschweißt. Mit aller Mühe. Und jetzt bin ich froh, dass mein Papa hier den Grill schmeißt. Das Fest läuft rund. Und irgendwann fällt auch beim Jan und der Rebecca die letzte Anspannung. Der Hoftanz soll ein gutes Omen sein für die neue Generation auf dem Hof. Zukünftiger Wunsch ist, dass wir alles irgendwie unter einen Hut bringen. Also mit ihrem Arbeiten, mit meinem Arbeiten, mit dem Hof, mit dem Kind. Also das meiste funktioniert ja schon, aber der Hof, der ist noch so ein bisschen. Ja, im Moment geben wir mehr Geld aus für den Hof, als dass wir einnehmen. Und das ist so das Ziel, dass wir den Hof so ein bisschen dass er auch ein bisschen rentabel ist. Und dass er so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, das ist so das Ziel der nächsten Jahre. Ich möchte auch gerne das Ganze lebendig behalten. Ihr könnt Freude dabei haben. Ich meine, das Fest, das gibt jetzt ganz viel Freude und wieder Ideen. Und Energie auch, die viele, die es braucht, ist mehrfach zurückgekommen. Es gibt noch viel zu tun für die beiden Jungbauern. Doch für einen Moment ist die viele Arbeit ganz weit weg. Oder Fritz Scheidegger hat Feierabend. Und auf den stößt er an, mit seinem Graupapagei Kuba. Ich wünsche dir nicht, wie du da zu Ruhe bist. Komm zu mir, komm. Jetzt haben wir etwas trinken. Ganz kalorienarm. Was meinst du, fein? Ja, Bart, nicht stürmen. Happy. Noch ein bisschen. Delena, Fritz, seine Frau, ist Ukrainerin. Kocht wird heute aber thailändisch. Kannst du bitte tischen? Hey, Oma! Hey! Hallo! Alles klar? Tipptopp! Danke für die Einladung. Scheideggers haben der Wladimir oder Vova, wie sie ihm sagen, zu Besuch. Der Vova hat russische Wurzeln und der Fritz ist für ihn wie ein Vater. Also, in meinen Augen ist es das so, dass der Fritz Schweizer ist. Aber sein Leben lebt er eigentlich nach russischen Prinzipien. Das heisst, wenn man ihn anschaut und wenn er kein Wort sagt, dann könnte man das Gefühl haben, er ist ein Russ. Und bei uns, im Russischen, ist das Freundschaft ist etwas ganz Wichtiges. Also, und das sehe ich bei ihm auch so. Also, Freundschaft, das bedeutet so und so. Ich glaube, jeder Mensch hat das auch schon mal gehabt. So wie ein Déjà-vu, dann muss man sagen, oh, diesen Moment habe ich schon erlebt. Und als ich das erste Mal Boden
ukrainischen Boden, nicht russisch-ukrainischen. Unter den Füßen kann ich mir irgendwie sagen, das ist für mich heimgekommen. Es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie das schon mal erlebt habe, wie das schon mal war. Was ich herausgefunden habe, ist, dass mein Grossvater eine russische Freundin hatte im Zweiten Weltkrieg. Aber ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend sein kann, für das ich das gerne habe oder ich das schön finde dort. Es hätte einfach irgendwie müssen so sein. Auf Russisch heisst das «Sudba». Das ist Schicksal. Und Schicksal ist ein Schicksal. Und ich habe das Gefühl, das Büchlein ist geschrieben. Man merkt schon, dass er ein Schweizer ist. Ja, das ist ja offen. Ja, das ist so. Ich merke, warum du ukrainisch bist. Und das ist auch richtig, dass es so ist. Ja. Ich glaube, die Schwierigkeit ist im Ganzen, ist, sich irgendwo in der Mitte zu finden. Dass das man einen Weg findet, wo man sagen kann, oh, das stimmt für mich. Und das ist so. Klar ist nicht einfach im fremden Land. Wenn man sagt A und man muss sagen B. Ich habe mich selber entschieden, in die Schweiz zu kommen. Und Highway hat man immer. Man vermisst Mami, man vermisst Schwester. Aber da habe ich auch jetzt meine Familie und ich genieße das. Ja, da muss ich schon. So ist gut, merci. Ja. Zur Familie gehören neben der Tochter Silvana auch noch die Papageien Kuba und Rio. Was gibst du ihm jetzt Ingwer? Nein, ist viel zu scharf. Dann räuchtet sie jetzt die Ohren aus. Gell, du Rio, das ist nichts für dich. Rio, pickere Finger, das ist nichts Gescheites. Gell, nicht scharfe Sachen haben. Nein, 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 nicht scharfe Sachen. Nein, nein. Das ist nichts für die Vögel, gell? Nicht nur die Vögel kämpfen mit der Schärfe. Du regnest so den schönen Westen drinnen, du Puh. Hä, komm, Maria, ich sag, Papi, ich komme. Da braucht es eine Abkühlung im Gang. Und ein gutes Nachtständchen zusammen mit dem Flick. Komm, du Schippi. Oslo. Blätter sind kalt und der Wind bläst kalt. Vögel sammeln sich und der Telefon dreht. Wie am letzten Halt. Komm, Flickeri, komm. Tegel sie ab in Südele, alles lässt da. Und manchmal wünscht sich so wenig, er könnte mitnehmen gehen. Oh, schoren wir mehr und ein bisschen Sonne. Da wäre ich schon so viel gewonnen, aber wir bleiben da. Wie die meisten Familien in Zwan sind auch Perros eine Winzerfamilie. Zwar nicht der Oli selber, dafür umso mehr sein Vater, der Hans. Wie wir hier sehen, sieht das Süße sehr gut aus. Es wird einen höheren Zuckergehalt geben. Weil hier in der Terrasse sind sie natürlich sehr schön besonnt worden. Ja, ich sehe gut, das ist wunderbar. Wie viel Öchsli? Sollen wir das auch schnell messen? Es geht darum, den richtigen Zeitpunkt für die Weinlese zu bestimmen. Ein bisschen Sonne haben wieder. 80, das ist ja verrückt. Ja, das noch kontrollieren. Das ist nicht gesagt, dass das 80 ist. Soll von hohen Öchselgrad erwarten. Tatsächlich haben wir 80 Öchselgrad. Das ist natürlich eine super Qualität, die das geben kann. Hätten wir den schon lesen können? Ja, nur wegen dem Schass allein. Da sieht es gar nicht schlecht aus. Was ist mal dort? Was ist dort? Es gibt aber nicht nur positive Entwicklungen in der Rebe. Ein Essigflügel hat sich eingenistet. Die macht, dass die Traube nach Essig schmeckt. Das ist das angestochene von der Trophilia. Das ist Hörnli drin, oder?
Wenn wir das Bäri auftun, sehen wir das Würmchen drin. Ja. Über 100 Grad haben. Wobei, das ist jetzt wieder, auch wieder eins gegeben, das von Trophile angestochen ist. Ja, aber da schmecken sie es nicht, lesen Leute. Das Problem ist, eingeführte Fliegen von Südostasien, der Rosophila Suzuki, wo jetzt da plötzlich ein panikmässig ist in die Schweiz gekommen, irgendwie. Alles ein verklopft. Wir haben auch ein Angst bekommen, da muss man natürlich schauen. Und wir haben es jetzt schnell angeschaut. Und ja, man darf sicher nicht zu lange warten, man sollte lesen. Innen haben sie es gemacht, ich eben nicht aus. Die sind schwierig rauszulesen für die Leute. Die Schüttelchen kommen sie raus. Eine Herausforderung für die Leute, die lesen. Wenn zu viele Trauben, die von der Essigfliege befallen sind, in die Ernte kommen, kann das der ganze Wein versauern. Bei Widmer Streifs ist nach dem Hoffest wieder Ruhe eingekehrt. Ruhe vor der nächsten grossen Veränderung. Das sind die Vorhänge für das Zimmer von der Segolin, von unserem Oper, der heute kommt. Mit unserem Betrieb, mit unseren drei Kindern, sind wir immer wieder mal ziemlich am Anschlag oder so ein bisschen im Stress. Auch ich arbeite ja nebenan im Kindergarten und Jan arbeitet auch noch auswärts. Wir haben gemerkt, sehr oft wären wir froh um noch zwei Hände mehr. Darum soll ein 17-jähriges Au-pair aus dem Welschland mit anpacken. Ja? Kannst du mal einen Schlauch holen? Und du kannst jetzt die Lampen auspacken, oder? Ja. Was ist denn? Ja. Dann kann ich dir den das Zeug sagen. Also ich bin der, der nicht serviert ist. Nicht für einen Raum, für einen anderen. Segolin, so heisst so Bär, ist schon mal drei Tage schnuppern. Aber allzu viel hat man dann nicht geredet. Das Schwierige war ja wirklich noch die Sprache. Also, du kannst gut Französisch, aber ich kann es nicht so gut. Ich kann sie nicht so richtig kennenlernen, sozusagen. Und das wird ein bisschen, ja, das wird, glaube ich, noch ein bisschen schwierig am Anfang. So irgendwie Landdienstler haben wir schon gehabt, aber die sind immer nach zwei oder drei Wochen wieder gegangen. Das war zwar einmal schade gewesen. Und sie bleibt jetzt ein ganzes Jahr. Also die Vorstellung, das ist schon noch speziell. Die ganze Familie ist darum gespannt, wie es wird, wenn das Au-pair Segolin kommt. Und das nächste Mal bei Familie Sach. Also Salz und Weizen kleien. Das Au-pair lebt sich ein, aber mit der Kommunikation hapert es. Ich habe das Gefühl, sie versteht schon einiges, aber ich spüre nicht so, was sie genau versteht und was nicht. Fritz Scheidegger ist allein. Seine Elena hat wegen einem Notfall in die Ukraine müssen. Das Thema Krieg sieht man mehr oder weniger im Fernsehen oder lohnt sich oder liest es. Aber wenn man die Ausmaß eine Frau hat, die in einem Krisengebiet ist, macht man sich schon zwei, drei Gedanken. Peros machen sich Sorgen vor der Traubenernte. Einfach sobald es nach Essig schmeckt und etwas heller ist. Erst beim Lesen kommt aus, wie schlimm das Essigfliege wirklich zugeschlagen hat. Das und noch viel mehr Geschichten aus drei Welten gibt es am nächsten Freitag bei SRF bei den Leuten Familiensache. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.